This is Masterfly, Chanel Green. And so you guys know, we have a CD. It's 8 songs, only 7 euros. I mean, it's 8 songs, only 7 euros. That means you give one free. We all like free, right? Cause we like freedom. Flying with the birds. Flying high, but I can't even drag myself. Nimm mal das Ding auf die weg, ne? Das ist ja, das passt doch super. Habt ihr ein Baggerverbot von der Polizei? Ja. Sag mal, Risiko hier. Ja. So, habt ihr noch euren Bagger? Ich hab auch ein grünes Kreuz. Haben wir auch rein. Habt ihr auch? Ja. Schmelzen, zusammenschrauben, wieder abbauen. Er fährt leider nicht mehr, der Motor ist kaputt, er hat einen Motorschaden. Deswegen muss er hier händisch transportiert werden. Wir noch den ADAC. Ja. Ja gut, also, siehst ja, der Bagger ist verboten, aber das ist ja nicht der, der angemeldet war. Naja. Aber hat er auch eine Betriebserlaubnis jetzt? Also ich habe ihm das Spielzeug mal für meine Kinder gekauft. Ob der eine Betriebserlaubnis hat, kann ich nicht sagen. Aber es ist jedenfalls nicht der angemeldete Bagger, von daher... So, darum die haben wir auf der Seite auch geschrieben, dass wir eben nichts mitnehmen. Ja. Ja, Menschen, die gestorben sind, die hier symbolisch aufgebaut worden sind. Und wir haben auch ein mobiles Grab mitgebracht und können also auch während der Demonstration dann symbolisch jedenfalls der Toten gedenken. Und wenn wir keine Toten bekommen und beerdigen können, dann kann man natürlich auch so gedenken. Vom Brandenburger Tor zum Beispiel ist ein Grab geöffnet worden. Und, das heute schon, ja? Ja, es gab auf Twitter und auf Facebook gibt es also Fotos von Gräbern, die entstanden sind und die Polizei damit abgeräumt hat. Ja, und Europa auch. In Schweden gab es auch eine Aktion. Und also man könnte ja so ein bisschen vermuten, dass es sich jetzt eher um die Toten als um die Lebenden handelt. Das ist natürlich eine Provokation. Das soll natürlich auch zeigen, dass sozusagen, ja, wenn man die Lebenden nicht ernst nimmt, dann wird man irgendwann mit den Toten konfrontiert. Wenn die Politik sich nicht ändert, werden mehr Tote kommen. Das ist so. Es gibt ja einige Kritiker. Was sagen Sie zu den Leuten? Zu Kritikern? Ja. Ich habe mit keinem Kritiker gesprochen. Man liest das in Facebook. Das mag sein. Also ich kann mir nicht vorstellen, was an dieser Aktion schlecht sein könnte. Überhaupt nicht. Also es ist friedlich. Es ist, ja, ich persönlich auch nicht. Nein, aber ich sehe keinen Ansatz für Kritik. Also die Kritiker sagen, die Toten werden instrumentalisiert. Nein, also erstens sind keine Toten hier, jedenfalls ist mir das nicht bekannt. Zweitens, soweit ich weiß, sind die Familien der Toten, die hier beerdigt worden sind, auch in diese Aktion mit eingebunden gewesen und haben ihre Zustimmung dazu gegeben, dass die bislang nicht ordentlich beerdigten Toten in Italien und Griechenland dann ordentlich beerdigt worden sind. Ich weiß nicht, ob Sie die Bilder gesehen haben von den 17 Toten in der Kühlkammer in Italien. Hm. Also da finde ich, ist eine würdige Bestattung in Berlin 100-mal besser als ein ewiges Lagern in einer Kühlkammer, wo es Blut rausläuft. Ja. Noch was? Vielen Dank. Bitte. Erstmal gut. Dankeschön. Bitte.
In der Verfügung steht drin, dass der Bagger nicht mitgeführt werden darf. Und ja, der Bagger, ach, das ist ein anderer. Das ist nicht der, der angemeldet worden ist. Okay, aber der. Haben Sie den angemeldet? Nein, noch nicht. Ich möchte ihn versuchen anzumelden. Bislang habe ich noch keinen gefunden, der ihn anmeldet. Also, wenn das nicht der Bagger ist, würde ich sagen, geht. Ist okay. Gut, aber ich werde trotzdem sicherheitshalber mal fragen. Wir können ja mal abstimmen. Ja, auch schon. Ja. Also, das ist ja kein demokratischer Akt hier. Ja, das können wir jetzt nicht. Also, nein. Dabei dürfen die doch gar nicht da sein. But that is true when they are out and gather, so they will come and they will come. Thank you.
Die Leute machen immer Platz. Also wenn du wartest, dass die Leute erst Platz machen, dann gibt es Platz nicht. Du musst einfach ein bisschen zügig überfahren. Super. Und, aber ansonsten spielt es keine wichtige Rolle, dass die Bahn vorne sein wird. Thank you.
Im Mittelmeer hier übertragen. Wir stehen hier mit euch allen, um denen zu sagen, guck mal, wir haben echt ein Problem. Das wird nicht mit Geld gelöst, weil das Geld woanders gelegt wird. Das wird durch uns gelöst. Was wir gerade zu sagen haben, das werden wir seit denen sagen. Ich wollte mich nur bei euch allen bedanken, dass ihr hier seid. Das ist unfassbar toll. Das haben wir nie vorgesehen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank. Thank you.
Deportation! No border! No nation! Stop deportation! Ich hab die Erwartungen schon auf. Überall! Kein Mensch ist illegal! Überall! Kein Mensch ist illegal! Überall! Kein Mensch ist illegal! Überall!
einfach sagen, bevor sie mich schubsen? Weiß man eigentlich. Geht wieder zu gut. Brick by brick, wall by wall, make the fortress Europe fall. Den Abschiebebehörden. Solidarität muss praktisch werden. Feuer und Flamme, den Abschiebebehörden. Solidarität muss praktisch werden. Feuer und Flamme, den Abschiebebehörden. Solidarität muss praktisch werden. Ich bin
Ja, aber ich guck mal.
keiner Sache. Nicht meine Multitool mit. Ich habe es gefunden, ne? Hast du es gesehen? Weiß ich auch. Weiß ich auch. Ja, die haben. Guck mal, das Duell. Ich hab das Wir sind friedlich, was seid ihr? Wir sind friedlich!
Weiter! Blut! Blut an euren Händen! Blut! Blut! Blut an euren Händen! Was für? Ihr wisst aber, ja. Ja, jetzt wird es auf 17. Ja. Ich hab
Solidarité avec les sans-papiers. Oh là là, oh lélé. Solidarité avec les sans-papiers. Oh là là, oh lélé. Solidarité avec les sans-papiers. Oh là là, oh lélé. Solidarité avec les sans-papiers. Oh là là, oh lélé. Solidarité avec les sans-papiers. Was gibt's denn hier eigentlich? Das andere links. Einmal rechts. Mario, du hast den Fett auf, ne? Say it clear. Refugees are welcome here.
Raum und der Spiegel der Seele. Kennst du, hast du ein Smartphone oder sowas? Ich glaube auch nicht, dass das zur Befriedigung der Situation beiträgt oder irgendwie sinnvoll und vernünftig ist. Aber die, die halt eine Ausbildung machen müssen, ist das erste Mal. Ich bin jetzt nicht mehr dazu. Aber meint halt, wenn du da nicht kommst, Ja, dann gehen Sie zurück, dann brauchen wir die nicht anfassen. Ganz einfache Erklärung, oder? Wir bleiben so stehen. Da, wieso muss ich zurückgehen? Wir stehen auf einer Fläche, die nicht zur Nutzung freigegeben sind. Das natürlich ist das. Bauzaun Alter, gestiegen, natürlich. Ne? Das nicht natürlich. Ich habe sogar einen Ausweis hier. Warum Jobs zu machen? Ah, wir sind auf einer bestimmten Gelände. Deutsche Bundes. Deutsche Regierung. Ja. Ich habe sogar einen Bundestagsausweis. Also hier darf ich halt auftreten. Ja. Eure Kollegen haben Asylbewerber missbraucht. Ich habe sie ganz schlecht verstanden. Ja, das ist ja auch mit deinem. Hannover haben wir eure Kollegen und Asylbewerber misshandelt. Das kann man schon verstehen. Wenn Sie mir garantieren, dass Sie mir garantieren, dass Sie mir garantieren. Alle sind auf Papier! Alle sind auf Papier! Oh la la! Oh la la!
Was seid ihr? Wir sind friedlich, was seid ihr?
mehr Sachschaden als ihr. Du machst jetzt mehr Sachschaden als ihr. Ich meine doch nicht schlecht. Ha, ha, ha! Für die Reichen steht ihr da! Marionetten! Ha, ha, ha! Du da mit dem Weißen, ich hab deine Nummer, du bist einmal der komische Führer. Du hörst von uns, du Penner. Wer hältst du, wer du bist? Wer hat da 80953? Was ist grün und stinkt nach Fisch? Grüner Fisch! Oh!
Taxiplatz und kann das türkische Widerstandslied singen. Ist gar nicht sah. Die Polizei mit dem Hinweis an die Person auf dem Platz der Republik. Verlassen Sie diese jetzt in Richtung Scheidemannstraße und folgen Sie den Anweisungen der eingesetzten Polizeikräfte. Ich wiederhole, die Person, die sich auf dem Platz der Republik befinden, verlassen Sie diese in Richtung Scheidemannstraße und folgen Sie den Anweisungen der Polizeikräfte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wo war hier in Rostock? 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 So gut, keine Schaufeln erlaubt, Gottide! Sie enttarnen nach Ihren Gesetzen, wenn wir sagen, Moment mal, Sie haben doch alle einen Nazi-Ausweis in der Tasche. Nun ist aber gut, jetzt reicht's aber mal. So müssen wir rangehen, so kriegen wir die Faschisten gepackt. Anders geht das nicht, meine lieben Damen und Herren. Ohne den gefährten Kriegsmut der Nation nie in einem russischen Bündnis gesucht werden. Wenn Sie so laut sind, können Sie mich gar nicht verstehen. Also hören Sie mal jetzt zu, verlassen Sie den Platz in Richtung Scheidemannstraße und folgen Sie den Anweisungen der Polizeikräfte. Ich wiederhole nochmal, den Platz verlassen in Richtung Scheidemannstraße und folgen Sie den Anweisungen der eingesetzten Polizeikräfte. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wo war hier in Rostock? Wo war hier in Rostock? Sehr geehrte Polizei, dies ist die dritte Durchsage des Pöbels. Bitte ziehen Sie sich in Ihre Polizeikasernen zurück. Üben Sie keine Gewalt aus. Schenken Sie keine Gräber. Partizipieren Sie nicht in Frontex-Missionen. Wir geben Ihnen 10 Minuten Zeit, um den Platz zu räumen. Keine Gewalt, keine Gewalt, keine Gewalt!
Wenn du der Nächste bist. Ja, komm. Ja, nee, also ist ja super. Nee, ist scheiße. Alles ist entspannt. Unser Krieg und Aktion, das ist deutsche Tradition. Mord, Folter, Deportation, das ist deutsche Tradition. Mord, Folter, Deportation, das ist deutsche Tradition. Dass die Bundesregierung endlich selbst Verantwortung übernimmt, dass wir nicht sagen, wir nehmen nur legal eingereiste Flüchtlinge auf, weil man legal nicht nach Deutschland einreisen kann. Wir haben die Drittstaatenregelung, wir lassen die Anrainerstaaten des Mittelmeeres mit den Flüchtlingen komplett allein. Das geht so nicht. Wir sind das reichste Land in Europa. Wir müssen Verantwortung übernehmen und wir müssen unseren Einfluss geltend machen, dass in Europa Flüchtlinge eine legale Einreisemöglichkeit haben, dass sie wirklich eine würdevolle Zuflucht finden und dass sie auch anhand irgendwelcher Quoten sinnvoll verteilt werden. Würden Sie, letzte Frage, auch einen Flüchtling aufnehmen? Ja. Ich bedanke mich. Viel Glück, ja. Wie beurteilen Sie die Polizeimaßnahmen? Also da habe ich natürlich eine subjektive Meinung dazu. Ich habe nur Blumen hochgehalten und bin von 3 Polizisten verprügelt worden. Ich habe nichts Strafbares getan. Ich habe weder irgendwas Beleidigendes gesagt. Ich habe keinen Zaun niedergerissen. Ich habe nicht mal ein Kreuz in den Boden gemacht. Ich habe nur Blumen hochgehalten. Und dafür verprügelt zu werden, das entspricht nicht meiner Vorstellung von Polizeiverhalten in einem Rechtsstaat. Also sehr unverhältnismäßig. Ja, ich habe auch mit einem Journalisten gesprochen, der ohne einen Grund beim Erledigen seiner journalistischen Arbeit vom Polizisten 3-mal hintereinander auf die Nase geschlagen worden ist. Die sieht jetzt deutlich geknickt aus. Der hat da also offensichtlich eine Verletzung, hat auch schwer geblutet. Und das finde ich komplett nicht in Ordnung. There was a huge demonstration today. Things did get very heated. We saw some cases of protesters and press being pepper sprayed by the police here, and now they are very determined to bring this demonstration to an end. But the organizers of this demonstration, their intention was to first of all ensure that migrants, thousands of migrants who have died trying to reach Europe, do receive a proper burial. Indeed, they have spent the last 6 months. Try to make peace, as power, while others charge the police most of the time, try to show them their allies and some of their ideas exploiting the planet and why it's such was the actual reality and we have to face it. I cry so often, but I'm lucky to move my feet. I believe if we get conscious of that, we can unite. But each one of us has to decide to reverse the beat. Each one of us has to decide to reverse the beast. I'm not ready.
Polizei, Brutality! Gouvernement, Murderer! Ja, warte. Aber vielleicht ist es ganz gut, wenn du mich davor noch kümmerst. Ja, okay, also geh mal in die Richtung. Sag deinen Namen, wenn du kannst. Keine Ahnung. Warte mal kurz, wir stehen um euch rum. Alle ja, wie nach vorne, wo soll er angehen? Machen vorne, wir vorne lang. Wir sind ja auch ein Arzt, wir sind ja dafür ausgebildet, sowas zu entscheiden. Hältst du mal hin? Mach mal entspannter. Das ist doch übertrieben. Lass ihn noch mal atmen jetzt. Mach mal ein bisschen entspannter, ja? Herr Kollege, lass uns das mal gucken. Was soll denn das da, hä? Was soll denn das? Ich bin locker. Lass uns erst mal mit dem Schwittkasten. Was soll denn das? Sieh mal, da geht doch keine Luft, ey. Wie ist dein Name? Wir hatten den erst locker gemacht. Wie soll es? Ja, der kriegt da wieder keine Luft. Wir kommen, wir gehen da hinten raus. Wenn du weiterlaufen musst. Wenn du Kräfte nutzt, das gleich mal. Wir müssen alle Hessen, die wirklich ihre Meinung sind, trotzdem wollen. Können Sie sich das vorstellen? Können Sie es einfach mal ohne Gewalt versuchen? Können Sie das? Weg hier! Ich freue mich ja, dass ich mit Ihnen mal hier runtergehe, damit ein bisschen weniger Gewalt und Eskalation hier auf dem Platz. Wie heißt du? Johannes Flamira Weiß. 24.02.77. Du kannst auch versuchen. Hey! Was habt ihr denn gemacht? Ruft jemand für euch den EA an? Wie heißt du? Wie heißt du? Sie hat jemand. Wir haben viele Leute da vorne und dann gucken. Da können wir nicht mehr vorbei. Du hast nichts getan und wir haben dich einfach mitgenommen. Was soll denn das? Total unnötig. Jetzt lass sie einfach frei. Schuss jetzt! Lass sie frei! Nein, aber ich bin anspannend. Obwohl ich gefragt, ob ich in Ordnung bin, und ich habe eine Lageeinschätzung erhalten. Und ich habe sie laut gesagt, damit ich sie da nicht mehr dafür. Die hat mich das gefragt, das hätte ich doch wohl beantworten dürfen. Können Sie mir sagen, warum Sie mich festhalten? Weil ich irgendeiner Straftat geschuldet? Können Sie mir das sagen? Befreiung, aha. Ist übrigens nicht Straftatbestand, ja? Gehe ich aus, denn sonst würden Sie ja Unrechtes tun, wenn Sie mich hier festhalten. Habt ihr noch Kräfte, damit wir uns hier mal rauslesen können, oder? Und der Gruppenführer ist? Ja. Ich wollte jetzt nochmal einen Hinweis an beide. Hören Sie auf, Widerstand zu lösen, der tut schon nicht weh. Aber wenn du drauf bist, die Richtung. Links. Du hast
Deutsch voll pinkeln. Ja, Was habe ich gemacht? Sind Sie den Aufforderungen der Polizei nachgekommen und sind gegangen? Nein. Ich bin hier geschlafen. Ich bin hier gerade aufgewacht. Also was soll es denn? Natürlich. Ja, natürlich. Das können Sie dann gerne vom Gericht klären. Ja, natürlich. Ja, es gibt doch dieses Demonstrationsrecht, dass Polizisten nach ihrem Gewissen handeln können, wenn sie das Gefühl haben, dass Recht zu Unrecht wird. Es gibt ja diesen Spruch, wenn Recht genau. zu Unrecht wird, dann wird Widerstand zur Pflicht. Es wäre schön, wenn Sie sehen würden, dass es unfair ist, uns hier festzuhalten. Wir setzen uns für Leben ein. Im WWE rausgewollt? Lassen Sie sich raus. Zu gehen. Sie sind nicht gegangen. Ja, aber Sie befolgen nicht, dann ja, aber da brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja, große Angebot. Habe ich ein Angebot? Ein Papier? Aber die Gesetze sind. Also, der Papier muss ja auch schriftlich gegeben werden. Nee, doch, doch, natürlich. Wenn es nicht schriftlich ist, dann ist es ja gerne. Sag mal laut, was du möchtest. Ich möchte auf Toilette gehen. Lass die Dame bitte auf Toilette gehen. Sie ist beschuldigt einer Straftat und daher kann sie jetzt nicht auf Toilette gehen. Was ist mit den restlichen Leuten, die hier rumstehen? Ja. Was ist mit denen? Warum sind wir festgenommen und die nicht festgenommen? Wie bitte? In die Polizei gehen. Wo ist die denn? In dieser Richtung. Und können Sie mir bitte aufzeigen? Ich sehe den Kollegen jetzt nicht. Willst du mal nach hinten nachfragen? Könnt ihr mir da widersprechen? Nein, danke. Dann erlaube ich mir hiermit die Polizei der Bundesrepublik Deutschland als Prostituierten. Ja. Da müssen wir uns eine Anordnung und eine Bitte. Ja, ja, Sie sind hier mal dieser Demonstrationsteilnehmer und machen sich dann strafbar gemäß nach dem Land Friedensbruch. Dann, ja? Land Friedensbruch. Also, Sie können jetzt freiwillig gehen oder Sie werden festgenommen. Das überlasse ich Ihnen. Ja, ist schwer die Entscheidung, ne? Ja, ja, ja. Nee, ich lasse Sie nicht. Sie stehen jetzt auf. Gehen Sie aufstehen und gehen. In diese Richtung verlassen Sie die Wiese. So, Sie bitte auf. Die gehören zusammen. Wir sind Presse. Ja. Wir müssen gar nicht gehen. Also gehen Sie. Alle aufstehen! Leute! Ja, wir räumen das sowieso gleich um. Voll gemacht. Hast du gesehen? Schönen guten Tag. Ja, guten Tag. Die Kamera ausmachen. Warum? Presseinfo gibt es draußen, können Sie alles erfragen. Was soll der Scheiß? Hallo. Was machen Sie denn? Der Martin stößt. Ich weiß, was Freunde da. Friedlich, alles friedlich. Es sah ja aus, als hätte jemand zusammengeschlagen. Sind doch alle ganz lieb. Mensch. Ja, ja, genau. Alle ganz lieb. Eigentlich diskutieren wir auch gerade nur, ne? Thank you.
macht dich, dauert 4 Stunden. Macht es so wie ich. Ich danke euch dafür, dass ihr dasselbe machen werdet. Freundschaft. Ich möchte auch Pfand haben, dass ich ihnen gebürgt wurde. Ich möchte auch Pfand haben, dass ich stranguliert wurde. Nö, ich mach das unter Protest und lass mich doch... Protest! Die Polizei! Richtig! Freigeschaltet ist alles erlaubt, kein Thema. Nichts los. Klingt läuft. Weitere Abfrageplätze auch. Ist das jetzt umgefallen? Ja, das bringt nichts. Ist der Rasen kaputt? Wenn ihr noch weiter rumkommt? Ja, vor allem, was ich hier. Das ist ja schon jahrzehntelang dieses Spiel. Das ist ja so, guck mal, die Drachenfreunde. Das ist vielleicht sogar nicht so schlecht, wenn man das hier kaputt macht. Den kann man das heute auch nicht verstehen. So, die Polizei wird wieder dabei schneller dazwischen. Das läuft alles geheim. Es läuft wieder die Kameraleute. Thank you.
Das ist ein Georgsfahne. So, das haben die Russen verwendet immer wieder, wenn sie befreien gegen das Gefängnis. Wochenende ab. Ja. Okay. Ich sollte mal funktioniert. Ja, ist so. Und vielleicht gehen sie sich auch mit dem Passwort. Lass du jemanden ran? Du kannst jemanden mitnehmen. Er hatte nur das Pech, nicht hier aufzuwachsen. Das ist der einzige Unterschied. Ich habe Glück, dass ich hier geboren bin. Ansonsten würde ich halt zum Mittelmeer saufen. Verstehen Sie den Unterschied? Oder Sie. Das ist einfach nur Glück. Oder Sie, genau. Für Sie ist ein Deutscher, der das Handy abgenommen bekommt, wichtiger als ein Flüchtling. Doch, sagt Sokrat. Sie sagen, Sie hätten Wichtigeres zu tun, als das, worum es hier geht. Gerade die Worte im Mund verdreht. Ich habe nie von einer Nationalität gesprochen. Ja, aber die dürfen ja gar nicht hier rein. Sie können es ja nicht sein, die abgezogen sind. Es ruft ja nur ein Deutscher. Soll ich ein aber Europäer. Sie unterstützen ein System durch das. Oder ein Tourist, genau, der aber auch wieder den guten Pass. Der hat auch wieder Glück und ist gut geworden. Verstehen Sie? Das ist Ihnen wichtiger, das Handy weg ist von dem Touristen. Ja, aber wie so sagen Sie es dann nicht Ihrem Chef und sagen mal, ey Leute, wir brauchen eine andere Stufe. Ja, aber wieso tun wir dann die Zäune hoch, machen Schaff runter? Die Flüchtlingsproblematik ist bekannt und es ist uns scheißegal, das ist das Problem. Die Zäune werden erhöht und nicht runtergemacht. Die Leute verrecken im Wasser. Und das interessiert keinen, weil es uns zu gut geht. Wissen Sie, was das neueste EU-Mitglied ist? Es sterben wirklich Leute da einfach. Und Sie reden davon, dass jetzt jemand Leute, abgezogen das Handy abgenommen bekommt. Das ist doch nicht alles Ernst. Ich gebe mein Handy frei. Ja, aber wissen Sie... Mit dieser Aktion hier wenig mediale Aufmerksamkeit. Wenn man nichts macht, dann passiert aber auch nichts. Die Politik macht ja nichts. Die Leute verrecken einfach. Wissen Sie, was das Problem ist? Das Mittelmeer ist das neueste EU-Land. Da bin ich am meisten Flüchtlinge aufgenommen. Und ihr kriegt so die Freiheit. Erste Freiheit.
Ja, aber wenn alle da runter sollen. Aber die Presse ist doch auch zum Ort von der Exekutive da. Die waren ja im Hase mal. Die nicht an der Seite außerhalb des Zauns Fotos machen. Genau, wieso dürfen sie das nicht? Und wieso dürfen sie auch nicht? Wieso darf ein staatenloser Schwätzer hier reden? Dann einfach geben sie die Verantwortung ab. Sie stehen für diese ganze Gruppe. Also sie wissen nicht, was die anderen sagen. Ich treffe ja keine Entscheidung. Aber finden sie das okay, dass sie keine Fotos machen durften? Diese Frage darf sie nicht stellen. Den letzten halben Kilometer oder Kilometer. Hier läuft doch auch jemand. Machen wir es einfach. Wollen Sie mich niederschlagen oder was? Nö. Aber ich verstehe gar nicht. Sollen wir das protokollieren? Aber guck mal, hier, schreibt's auf, hier läuft auch jemand. Wieso kann ich denn hier nicht laufen? Hier ist eine Straße. Danke sehr. Auf die Suche rechts runter von der Straße. Sind vom Weg. Was passiert? Polizisten haben mich vorhin umgeworfen, als ich aufnehmen wollte, wie jemand anderes festgenommen wurde. Wie, du wolltest was dokumentieren? Genau, ich wollte dokumentieren, wie jemand anderes festgenommen wurde. Mit deinem Fotoapparat? Genau, mit meinem Handy. Und wo war das Problem jetzt? Hallo, ja? Ich würde Sie gerne bitten, von der Straße wegzugehen auf den Bürgersteig, dann können Sie Ihr Interview weiterführen. Schönen Tag noch. Nein, der ist schwer verletzt. Aber da könnte man sitzen zum Dokumentieren. Ja, geh mal da hin. Du wurdest also geschubst? Genau, ich wurde geschlagen? Vorhin geschubst gegen die Laterne. Auch geschlagen oder? Nicht geschlagen, einfach beiseite geschubst, bin dabei umgefallen. Und ja, das Problem ist bei mir, ich trage eine Felsprothese rechts am Bein. Prothese? Eine Felsprothese, genau. Und ja, es tut gerade ziemlich doll weh und dem Polizisten ist es, soweit es geht, eigentlich vollkommen egal. Hast du mit ihm darüber gesprochen? Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Und was meint er? Ich soll einfach nicht hier sein, hätte ich nicht herkommen sollen. Hast du nicht gesagt, es gibt ein Grundgesetz und du hast das Recht auf... Ich habe gesagt, ich habe das Recht hier zu sein, dann meint er, ich habe gar keine Rechte mehr hier zu sein. Aha. Weil hier wurde vor 2 Stunden beendet und ich soll einfach abhauen. Und als ich... gerade eben da war, bevor hier jetzt alles geräumt wurde, meinte man auch zu mir, ich soll hier weggehen, jetzt einen Platzweis habe ich bekommen. Und da habe ich gesagt, gut, wohin? Und da hat er gesagt, bis da vorne irgendwo. Da meinte ich, gut, dann soll er mich da mal bitte hinbegleiten. Und dann hat er gesagt, nö, wird er nicht. Wie gesagt, ich trage hier eine Prothese. Und ich habe das Problem, dass ich jetzt kaum laufen kann. Er hat gesagt, das ist nicht sein Problem, dann rufen sie halt einen Krankenwagen. Aber hier bleiben werde ich nicht. Wenn ich jetzt mich weigere wegzugehen, dann sacken sie mich ein. Hast du nach der Dienstnummer gefragt? 13328. Ah, okay. Gut. Aus deiner Sicht gab es den Grund, dass du weggestoßen wurdest? Ich stand außerhalb des Bereichs, wo die eigentlich halt den einen jungen Mann festgenommen haben. Ich habe wahrscheinlich einfach mit der Kamera aufgenommen. Ich habe das aufgenommen, ich stand circa einen Meter weit entfernt und wurde trotzdem umgeworfen. Also man wollte verhindern, dass du das dokumentierst? Scheinbar schon, weil ich stand einen Meter entfernt und sah keinen Grund, weshalb ich da irgendwie als Gefahr gelten sollte. Mhm. Okay, danke. Thank you.